Hallo, willkommen zurück. Gut, alle aus dem Essen zurück, aus der Mittagspause. Sehr schön, dann können wir jetzt weitermachen. Ich begrüße ganz herzlich Anna Henkel von der Universität Passau für den nächsten Vortrag. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für diese hochspannende Tagung, die, ich denke, echt relevant ist. Ich komme hier mit einem Punkt, der an einzelnen Stellen schon mal thematisiert wurde und würde mich freuen, wenn man diese Anschlüsse dann vielleicht jetzt im Nachhinein auch herstellen noch kann, jedenfalls dann vielleicht in Anschlussgesprächen. Ich würde kurz anfangen mit so einer Problemdarstellung, digitalisierte Gesellschaft. Dann vor allem auf die theoretische These eingehen, die ich formulieren möchte, nämlich ich bin der Ansicht, Digitalisierung setzt einen spezifischen Materialitätszugriff voraus, nämlich eine verdinglichte Materialität. Und ich möchte dann am Schluss auf die Rückwirkungen von Digitalisierung auf das Verhältnis von Mensch und Welt eingehen. Also digitalisierte Gesellschaft, das ist in diesem Rahmen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt notwendig auszuführen. Ich denke, es ist soziologisch klar, dass es digitalisierungsmäßig ganz viele verschiedene Bezüge gibt, die soziologisch auch relevant sind. Also von KI über sowas wie eine Veränderung in der Interaktion, über sowas wie Instagram oder Facebook, eine Veränderung in der Selbstverortung im Raum, darüber hatten wir jetzt ja auch schon an mehreren Stellen gesprochen, wie finde ich eigentlich den Ort, wo ich da bin, die Kompetenz des Kartenlesens und sowas. Auch solche eigentlich amüsanten Phänomene, ne? Man beobachtet etwas und die Beobachtung tritt hinter das Aufnehmen eigentlich zurück, sodass das von hinten sieht man, also kann man dann die Beobachtungen beobachten. Oder eben auch sowas, auch das hatten wir ja schon, ne? Dass man sich eigentlich fragen kann, wer stellt das jetzt her, wie real ist das eigentlich, ist das jetzt ein technischer Fake oder ist das eine soziale Realität? Ne? Und das natürlich auch, ne? Also das hat mir etwas weniger thematisiert, die materiale Materialität der Digitalisierung, also der Energieverbrauch, die Kabel, die verlegt werden müssen, aber auch der Elektroschrott, der produziert wird, die seltenen Erden, die abgebaut werden müssen, das sind auch Dimensionen, die aus einer gesellschaftstheoretischen oder einer gesellschaftlichen Perspektive hier mit einzubeziehen sind. Also Digitalisierung betrifft Gesellschaft auf allen Ebenen, kommunikativ, institutionell, materiell, individuell, kollektiv. Wie lässt sich diese Veränderung soziologisch fassen? Und ich stelle eigentlich eine ähnliche Frage wie Amina C., nämlich was sind denn die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, dass sowas entsteht? Also ich würde auch mich seiner These einer Kontinuität anschließen. Wenn man soziologisch-gesellschaftstheoretisch daran geht, wir hatten das gestern ja auch in mehreren Vorträgen, dann liegt es sehr nahe, Digitalisierung in erster Linie als Medium zu fassen, als auch nicht materielles, sondern selbstverständlich symbolisches Medium, als Verbreitungsmedium und hat dann sehr schnell, auch dieses Narrativ wurde ja gestern schon bedient, diese Idee, naja, da ist so eine gesellschaftliche Entwicklung und da sind dann so Verbreitungsmedien, die bewirken so eine Verdopplung, da ist die Schrift und das führt von so einer segmentären Gesellschaft, die über Gleichheit von in sich geschlossenen Teileinheiten charakterisiert war, zu so einer Gesellschaft, die dann eher rangmäßige Ungleichheit von Teilsystemen hat und dann entsteht der Buchdruck und das führt dann auch wieder zu so einer Verdopplung und Komplexitätssteigerung und dann haben wir so eine funktional differenzierte Gesellschaft. So, und jetzt haben wir diese elektronischen Medien, das müsste ja dann auch zu gesellschaftlichem Wandel führen. So, und also Medien als Verbreitungsmedien gelten als wichtigster Auslöser oder wichtiger Auslöser gesellschaftlichen Wandels. Medien und Gesellschaft werden dabei vor allem sprachhaft, also symbolisch gedacht. Und ich bin der Ansicht, dass das zu kurz greift, um zu verstehen, was gesellschaftliche Voraussetzungen für Digitalisierung sind und auch was die Auswirkungen von Digitalisierung für Gesellschaft sind. Also meine These, um das vorwegzunehmen, ist, moderne Gesellschaft, funktional differenzierte Gesellschaft zeichnet sich nicht nur aus durch, was wir alle so kennen, Differenzierung, Bürokratisierung, Individualisierung, sondern außerdem dadurch, dass sich der Materialitätsbezug von Gesellschaft, also wir hatten vorhin in dem Vortrag von Robert Seifert die analoge Umwelt, das, was
in einer Gesellschaft als analoge Umwelt gedacht wird, also wie dieses Chaos der Welt in der Gesellschaft zugreifbar wird, das verändert sich von der Vorstellung eines geordneten Kosmos hin zu einem, ich würde es autonome oder verdinglichte oder individualisierte Materialität fassen, zu einer Materialität, die als Erkenntnisobjekt, Rechtsgegenstand und Produktionsfaktor gedacht wird und eigentlich nur in dieser verdinglichten Form zugleich Voraussetzung und verstärkter Faktor von Digitalisierung ist. Ich möchte da jetzt so eine ganz kurze Theorieeinheit einlegen, um deutlich zu machen, was die sozialtheoretische Perspektive ist, aus der ich daran gehe. Also was man so, also was ja fast State of the Arts in der Soziologie ist, man hat also Strukturen. Strukturen sind natürlich nicht strukturalistische Strukturen, sondern das sind Erwartungsstrukturen. Und die stehen mit einem selbst, man könnte da jetzt auch Akteur, Individuum, Subjekt oder sowas, schade, dass Andrea nicht mehr da ist, in Interaktion und die bringen sich wechselseitig hervor. Das ist eigentlich Berger-Luckmann, Sozialkonstruktivismus, Systemtheorie, muss man halt jeweils andere Begriffe einsetzen. Und ich möchte dieses Modell erweitern unter Rückgriff auf die philosophische Anthropologie, also unter Rückgriff auf Plessner und dieses Selbst etwas differenzierter denken, nämlich als dreifach doppeltes Etwas, als etwas, was eben nicht nur sozial ist und in eine Mitwelt ist und diese Mitwelt sowohl wahrnimmt, als auch also hineingesetzt ist in diese Welt, als auch diese Welt hervorbringt, sondern zugleich etwas, was einen Körper hat und aber auch hinter sich tritt und auf diesen Körper reflektieren kann. Der Körper ist auch als Leib gegeben. Dasselbe gilt auch für die Innenwelt. Da ist ein Erleben irgendwie, aber das wird auch, oder eine Seele, und das wird aber auch reflektiert. Man kann sich überlegen, warum habe ich das denn jetzt so wahrgenommen? Wurde ich da jetzt ausgegrenzt oder bilde ich mir das nur ein? War das meine schwere Kindheit? Und dann verändert sich vielleicht das Erleben. Also man hat diese drei Ebenen der Mitwelt, der Außenwelt und der Innenwelt und die sind jeweils einerseits objektiv da, als auch etwas, was reflektiert wird und beides steht in einem wechselseitigen Verhältnis. Also sinnhafte Weltkonstitution ist nicht nur eine symbolische Sinnkonstitution auf der Ebene des Sozialen, auf der Ebene der Mitwelt, sondern geht erheblich weiter, betrifft auch den Leib und betrifft auch ein Innenleben. Also Gesellschaft kann verstanden werden als etwas, das dem Menschen gegenübertritt, zugleich aber auch von ihm hervorgebracht wird, dem Menschen, dem Selbst, dem Bewusstseinssystem, dem exzentrisch-positionalen Selbst. Und sie ist als Mitwelt, Außenwelt und Innenwelt explizit auch material verfasst. Also nicht nur symbolisch, sondern auch material. Wenn man da, also das in, so und das kann man jetzt aufwendig begründen, warum das geht. Ja, das geht nämlich über den Sinnbegriff. Ne? Plessner definiert den Sinnbegriff ähnlich wie Luhmann, nämlich als etwas vor dem Hintergrund von allem anderen, was ja auch wenig überrascht, weil sie beide auf Husserl zurückgreifen. Und also das lasse ich jetzt weg. Ne? Wie man das, also ich meine, man kann das verbinden. Gesa würde mir jetzt hier widersprechen. Ich setze das in Klammern und nehme das einfach als sozialtheoretische Prämisse. Ne? Also man kann sinnhaftes Erleben nicht nur auf einer sprachhaften Ebene sehen, sondern auch auf einer leib-körperhaften Ebene. Ich denke, das wird ganz deutlich, wenn man sich körperlich zu nahe kommt, ne, dann nimmt man das auch als unangenehm wahr und würde nicht nur sagen, oh, du kommst mir jetzt aber nahe, ich brauche das Sprachhafte gar nicht, um dann einen Schritt zur Seite zu gehen oder auch einen Schritt näher auf jemanden zuzugehen, wenn ich den Eindruck habe, dass der Abstand zu groß wird. Wenn man das auf diese Weise erweitert, dann bezieht man zu diesem sprachhaften, einen leib-körperhaften Sinn hinzu und es verändert sich, wie gesellschaftlicher Wandel auch historisch, auch was Epochenbildung angeht, einzuordnen ist. Man stellt dann fest, man hat nicht nur diesen Wechsel da irgendwie mit der Schrift im 4. Jahrhundert vor Christus in der Antike und mit dem Buchdruck so um 1600, sondern man kann sehen, dass diese Materialitätsvorstellung erheblich, sagen wir mal, träger ist als das, was an symbolischer Variation stattfindet. Man hat eigentlich auch über die Erfindung des Buchdrucks hinaus, wo man schon lange von funktionaler Differenzierung sprechen würde, nämlich bis Ende des 19. Jahrhunderts, eine Materialitätsvorstellung eines integrierten Kosmos, also
eines Kosmos, der über so eine vier Elemente Ebene definiert ist und der davon ausgeht, dass da alles so mit allem in Beziehung steht und eigentlich in einem Gleichgewicht sein sollte. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts verändert sich dieser leibkörperhafte Sinn hin zu einer Individualisierung, in der sowohl menschliche Akteure als auch Dinge aus so einer Vorstellung von Schicht, von Kosmos herausgelöst werden und selbst zurechenbar werden. Also die Einbeziehung von leibkörperhaftem Sinn ermöglicht die Beobachtung eines Wandels im Verhältnis von Materialität und Gesellschaft. Gesellschaft verstanden als Gesamtheit, das durch sinnhafte Kommunikation erreichbar. Ich möchte das mal an zwei Beispielen deutlich machen, weil man das, glaube ich, nicht versteht, wenn ich das so abstrakt sage. Das eine Beispiel sind Pharmaka, also Arzneimittel im weitesten Sinne. Da kann man feststellen, auf der Ebene des sprachhaften Sinns ist das etwas, was über Signaturen läuft. Also man hat die Vorstellung, da gibt es diese vier Elemente und man kann an der Materialität erkennen, welche Eigenschaften dieses Ding hat. Beispielsweise Lindenblütentee trinken ja vielleicht einige um diese Jahreszeit. Wenn Sie Lindenblütentee trinken und den lassen Sie ein bisschen stehen, dann wird er rot. Rot deutet auf Wärme hin und wenn Sie erkältet sind, dann brauchen Sie Wärme und dann gleicht das einander aus und deshalb hilft er. Kann man bis heute nicht chemisch nachweisen, gefühlt hilft das. Ne? So, also da ist eine bestimmte sinnhafte Interpretation von Materialität, die sozial strukturell korreliert damit, dass man hier individuelle Experten hat, also erst Ärzte, dann Apotheker, die das jeweils interpretieren und sagen, ja, also hier, das sieht so aus, ist wirklich Lindenblütentee, kann ich dir geben, ist die erforderliche Identität und Qualität. Und diese materiale Form und diese sozialstrukturelle Einbettung, die damit einhergeht, die bleibt eigentlich bis Ende des 19. Jahrhunderts bestehen. Seit 1600 ungefähr verändert oder beginnt sich auf der semantischen Ebene was zu verändern, also die symbolisch-sprachhafte Rahmung von Materialität dauert so ein paar hundert Jahre, also so von 1600 bis 1800, dann setzt sich durch, die Wirksamkeit von Arzneimitteln über chemische Wirkstoffe zu denken. Also ein ganz anderer Frame als diese Signaturen oder diese vier Elemente-Lehre. Interessanterweise hat das erstmal kaum Effekte. Also man hat dann zwar diese Wirkstoffe und die werden als industrielle Geheimmittel auch irgendwie, kann man die auch kriegen, aber das setzt sich in der medizinischen Praxis, also in dem, wo, wie, auf welche Materialität zugegriffen wird, überhaupt nicht durch. Das setzt zwei weitere Innovationen voraus, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts entsteht einmal eine auch materielle Standardisierung vom Trank zur Tablette, zur standardisierten Tablette, wo man nicht mehr so individuell für den persönlichen Krankheitszustand das mixt, sondern halt eine Krankheit definiert und dann einen bestimmten Wirkstoff in einer bestimmten Menge bezogen auf ein bestimmtes Körpergewicht dann standardisiert verpackt. Und es ist verbunden mit einer juristisch-rechtlichen Innovation, nämlich der Originalverpackung und der Gesetzgebung zum Schutz der Waren- und Markenbezeichnungen, die es erlaubt, diese Bindung zwischen dem Apotheker und diesem persönlichen Garantieverhältnis zu transformieren in eine Konstellation, wo man einen etwaigen Schaden über die Umverpackung und so eine im Prinzip Liste, so eine Zulassungsliste, auf den Hersteller zurechnen kann. Also die Person des Apothekers spielt für die Garantie der Identität und Qualität der Arzneimittel heute keine Rolle mehr. Also die lernen zwar so ein bisschen sowas noch, spielt aber eigentlich keine Rolle. Die Grundlage ist eigentlich dieser Standardisierungsprozess. Also nicht nur Semantik und Wirksamkeitsbegründung verändert sich grundsätzlich, sondern auch die Materialität, also sowohl das Haptische, ne, das ist jetzt so eine Tablette, als auch die Art und Weise, wie das in soziale Strukturen eingebettet ist. Ein zweites Beispiel, was also ich fast noch interessanter finde, weil das noch so urtümlicher ist, ist die Terra oder der Boden, der Ackerboden. Da hat man eigentlich auch bis Ende des 19. Jahrhunderts so eine, also sowas, wo Gebrauch und Interpretation ganz eng miteinander verschränkt ist. Wenn Sie so antike Agrarliteratur angucken, dann sagen die immer, ja, also das ist die Königin der Wissenschaften, weil man das der Natur direkt abgucken kann. Also Flöte spielen müssen Sie lernen, aber wie man ein Feld bestellt, da müssen Sie nur gucken, wie die Natur das selber macht. Und
Das ist in soziale Strukturen auf eine Weise eingelassen, dass es also notwendig fast latent bleibt und kaum reflektiert wird. Ende des 19. Jahrhunderts differenziert sich das. Man hat eigentlich drei verdinglichte Terrae seit Ende des 19. Jahrhunderts. Einmal das Bodenindividuum. Das Bodenindividuum, da gibt es eine eigene wissenschaftliche Disziplin, die Pädologie, die das definiert. Es gibt eine Gesetzgebung und es gibt auch die Möglichkeit, auf Basis dieser Gesetzgebung und auf Basis dieser wissenschaftlichen Standardisierung, das auch als Ware zu handeln. Also es wird individualisiert im Zusammenwirken von einer wissenschaftlichen Standardisierung, einer politisch-rechtlichen Regulierung und einer ökonomischen Warenbildung. Das trennt sich interessanterweise von zwei anderen Aspekten, nämlich der standardisierten Fläche. Auch hier gibt es eine eigene wissenschaftliche Disziplin, nämlich die Geografie. Es gibt eine spezifische Gesetzgebung, nämlich das Kataster, und auch das kann man kaufen. Also Sie können jetzt eine Call-Option auf ein Stück Land kaufen, was Sie genauso wenig wie der Verkäufer jemals irgendwie gesehen hat. Das ist relativ abstrakt, ziemlich weit weg. Setzt diese Individualisierung dieser Fläche voraus, wo Sie eben nicht mehr selbst das anbauen und einmal im Jahr drum rumlaufen müssen, sondern im Prinzip eine abstrakte Einheit haben. Und das dritte ist der Pflanzennährstoff. Da gibt es die Agrarchemie als wissenschaftliche Disziplin. Es ist ökonomisiert über Mineraldüngeprodukte und auch da gibt es eine politisch-rechtliche Regulierung, die wesentlich dazu beiträgt, dass das als Ding zugreifbar ist. Und man kann das zusammenfassen: im Zusammenwirken von Wissenschaft, Recht, Ökonomie und Politik werden Boden, Fläche, Pflanzenernährung nach und nach separat standardisiert und verdinglicht. Und ich denke, das gilt, oder ich denke das nicht nur, ich also halte das für eine Tatsache, dass Materialität in unserer Gesellschaft so und ausschließlich so zugreifbar ist. Also egal, ob Sie jetzt hier diesen Tisch angucken, der Belag, die Farbe, die da drin ist, die ist genauso standardisiert, ökonomisiert und verrechtlicht wie, weiß ich nicht, wenn Sie da rausgehen und eine Pflanze kaufen. Also wenn Sie jetzt hier irgendwie so einen Weihnachtsstern im Blumenladen kaufen, der muss auch bestimmte Normen und Regulierungen schon im Anbau erfüllt haben. Und selbst bei solchen Sachen, wo man einen anderen Materialitätszugriff schützen will, also beispielsweise irgendwelche in irgendeinem Regenwald sind irgendwelche Indigenen und da will man sagen, doch, also die verstehen das ganz anders, für sie sind hier irgendwelche Geister, naja, lassen wir sie. Aber selbst wenn man das schützen will, muss man das im Prinzip übersetzen in diesen Materialitätszugriff und sagen, okay, das ist jetzt ein Reservat, also das läuft über standardisierte Fläche, wir müssen das mal vermessen und dann in irgendeiner Gesetzgebung eintragen, denn sonst kriegt man es gar nicht geschützt. So, also selbst wenn man was anderes zulassen will, muss man es trotzdem übersetzen in diese Form von individualisierter oder autonomer Materialität. Das ist die Voraussetzung für Digitalisierung aus meiner Sicht. Und ich glaube, das ist eher komplementär zu dem, was Armin Assé gestern erzählt hat, als dass es jetzt was anderes wäre. Es bezieht einfach eigentlich nur eine materiale Dimension zu diesem Statistischen, was er da fokussiert hat, mit ein. Also auch das schließt jetzt, glaube ich, stark an Gesa Lindemann an. Man hat bis ins 16., 17. Jahrhundert eine Vorstellung von, also Chaos wird eher reduziert über eine leibliche Wahrnehmung, also sowohl bei den Arzneimitteln ist es eine individuelle Wahrnehmung, die auch über Sinneswahrnehmung läuft. Man hat gesellschaftlich betrachtet halt so Rhythmus, so Naturrhythmen, und erlebt Raum über das leibliche Raum erleben. Also da kann man sagen, da hinten, wir gehen jetzt mal bis nach da hinten, wo die Sonne untergeht oder wo der Baum ist oder sowas. Also relativ erfahrungsgebunden. Und im 18., 19. Jahrhundert wird das standardisiert, transformiert in eine verdinglichte Materialität, die dann auch messbar wird. In dem Moment, wo man das standardisiert hat, kann man das dann halt auch in diskrete Einheiten umwandeln und Karten, tolle Karten, gibt es ja schöne Studien von Latour zu Karten, Uhr, Waage, man kann das im Prinzip messen und sich selbst auch neu erfinden, also nicht nur sozial, sondern auch auf Körper und Erleben bezogen, sich neu erfinden in diesen Kategorien. Sodass man im 20. Jahrhundert dann messbar diskrete Zeiteinheiten und einen dreidimensional physikalischen Raum hat, den man dann eigentlich
ja, das ist der logische nächste und naheliegende Schritt, digital verdoppeln kann. Also die Körper, die erhalten im Prinzip eine objektive raumzeitliche Position und dann zu sagen, ja, wir haben jetzt hier eine Karte, haben wir schön angelegt von der Welt und hier ist dieser konkrete Körper, der ist auf folgendem Längen- und Breitengrad und zwar zu folgender Uhrzeit, das ist eigentlich also total einfach und das zu digitalisieren, das liegt derartig nahe, ja, dass es kaum mehr überrascht, dass das dann irgendwann, wenn es technisch möglich ist, auch stattfindet. Also der verdinglichte Materialitätszugriff der modernen Gesellschaft individualisiert die Menschen und die Dinge gleichermaßen. Und zwar sozial genauso wie material. Die Welt verwandelt sich in eine objektiv fassbare, diskrete Welt von Raum und Zeit, die ja im Prinzip schon modelliert ist in gewisser Weise. Also um das mal, also den Begriff der Verdopplung, den wir ja gestern auch schon mal kurz hatten, nochmal aufzunehmen. In dem Moment, wo man sowas hat, ja, also da ist so ein Mensch, dessen Körper ich konkret fassen kann und im Prinzip genauso verdinglicht fassen muss, wie ich immer Materialität fasse. Auch der Körper ist ja Materialität, den ich halt jetzt auf diese Weise verdinglicht fasse. Dann ist das im Prinzip ein leichtes, den also in ein Abbild zu transformieren, was ich erst sozusagen analog in einer Art, weiß ich nicht, Körpertagebuch habe oder in so einer Art statistischen Größe. Frauen Anfang 40 sollten folgendes Gewicht oder folgenden Body-Mass-Index haben. Das gab es ja auch schon vor einem Body-Tracking oder vor einer digitalisierten Überführung. Das ist also, wenn Sie sich so Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts angucken, da gibt es das ja auch schon, so statistische Durchschnitte. Also ich kann im Prinzip in dem Moment, wo ich das einmal individualisiert habe, ganz leicht überführen in eine Abbildung, mit der ich mich dann vergleichen kann, und zwar auf allen drei Ebenen. Und der andere Effekt ist, dass in dem Moment, wo das dann passiert, also ich den Körper mit einer statistischen Größe vergleiche, dann kann ich auch dann den Körper an diese statistische Größe wieder anpassen. Ne? Denn wenn ich jetzt weiß, also ich müsste, weiß ich nicht, vielleicht 63 Kilo wiegen, dann kann ich mich dann mal wiegen. Dann kann ich mal gucken, ob ich eigentlich jetzt hier vielleicht auf die zweite Portion Salat hätte verzichten müssen. Oder so, ja? So. Und das geht für alles andere auch. Also ein verdinglichter Materialitätszugriff erlaubt, Körper in eine digitale Raumzeit zu erfassen und in eine kalkulierte Abfolge zu bringen. Und die technische Konstruktion von Informations- und Steuerungslogiken schließt hier einfach an, also führt was weiter, was man die ganze Zeit schon hatte. Ist halt ein bisschen schneller, ein bisschen effektiver, könnte man sagen. Was für Rückwirkungen hat das auf das Verhältnis von Mensch und Welt? Immer annehmen, dass es halt historisch sich durchaus wandeln kann, was Mensch und Welt ist. Also mal so Sachen zusammengefasst, die wir jetzt im Prinzip auch genug schon hatten. Man hat als Bewegung eigentlich, naja, dieses Verhältnis von dem, was ich bin und meinem digitalen Selbst, also wo dann was nicht vollständig ist, aber doch meine wesentlichen Einheiten, also wo ich bin, mein Gewicht vielleicht, was ich halt so an Daten zur Verfügung stelle, in Beziehung zueinander setzt. Und diese digitalen Abbildungen realer Ereignisse, die kann man dann halt speichern, das kann man dann miteinander vergleichen. Einerseits hat man dann so eine große Vergleichsmenge von Daten, andererseits individualisierte Signaturen. Das kann man dann wieder nutzen, um so datenbasierte Vergleichsgrößen herzustellen, also Veränderungen von Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, sich in bestimmten Kontexten zu bewegen. Und da schließen halt so die ganzen Fragen an, von denen wir, glaube ich, auch einige schon diskutiert haben, nämlich wie ist das mit dem Datenschutz, wie verändern sich soziale Regeln, wie ist das mit dem Informationszugang so. Also das wären, plus natürlich diese ganze Dimension, was wir ein bisschen weniger hatten, welche Rohstoffe braucht das, welche Infrastruktur braucht das, inwieweit entsteht da Müll, wie verbrauchen wir Energie für Sachen, die man vielleicht früher ähnlich effizient, nur mit weniger Energie gemacht hätte. Also Digitalisierung betrifft Gesellschaft auf allen Ebenen, material, infrastrukturell, kommunikativ, institutionell, hinsichtlich individueller und gesellschaftlicher Selbstreflexion etc., was als Wissen gilt, wie es von wem hergestellt wird und in Gesellschaft wirkt, verändert sich potenziell grundsätzlich in dieser Konstellation und zwar basierend auf dieser Verdopplung und zwar in einer individuell materiell basierten
Verdopplung. Und ich würde jetzt auf drei Aspekte abschließend eingehen wollen. Also wenn man das annimmt, ne, dass man das selbst fassen kann oder das Verhältnis von Mensch und Welt fassen kann über drei Welten, ne, eine Innenwelt, eine Außenwelt und eine Mitwelt, dann setzt Digitalisierung über diese Verdopplung an allen drei Welten an und verändert diese Welt potenziell grundsätzlich. Außenwelt, ich weiß nicht, ob das hier in dem Kontext oder woanders war, aber da kann man das am Beispiel Terra sehr schön deutlich machen. Also in dem Moment, da gibt es Precision Farming, heißt das, gibt es schon seit den, naja, gibt es bestimmt schon seit 20 Jahren, wird immer besser, KI wird da auch mit implementiert, da hat man halt ein riesiges Feld. Und jeder einzelne Quadratzentimeter ist vermessen, da kann ich Wind und Bodenqualitäten und Düngekonzentration und so weiter, kann ich alles messen und modellieren, ne? Und von der Modellierung aus steuern, wie viel ich da jetzt zusätzlich bewässere, was ich da jetzt auf welchem Quadratmeter anbaue, wie viel Düngemittel dahin muss. Und das ist ja nicht nur eine Modellierung, sondern das ist eine Modellierung, die dann Auswirkungen darauf hat, wie mit dieser realen Außenwelt umgegangen wird. Also wie viel Düngemittel da eingebracht wird. Und das hat dann auch Auswirkungen auf den Boden. Also das ist erlaubt eine detaillierte Kontrolle auf eine reale Außenwelt, die dann darauf aber auch reagiert. Ne? So, also die wird im Prinzip umgeformt aus dieser digitalen Modellierung heraus. Das hat man, denke ich, analog auch mit Bezug auf die Innenwelt. Hier vergleiche ich mich ja jetzt nicht mehr nur mit den anwesenden anderen Frauen meines Alters oder sowas, ne, oder wer auch immer sich mit irgendwem, sondern ich kann mich mit einem Durchschnittswert vergleichen und hinsichtlich meiner Kompetenzen und so weiter an etwas messen, was es so vielleicht real gar nicht gibt, aber was trotzdem eine Zugkraft hat, und zwar nicht nur für mich, sondern für alle, ne? Also was so Erleben, Kompetenzen angeht. Und auch Mitwelt, Kokonstruktion und Pluralisierung real und digital vermittelter Mitweltverhältnisse verändert sich letztlich in einer Konstellation, wo man mit im Prinzip der ganzen Welt vernetzt ist. Also man ist immer in eine reale Welt hineingesetzt, in eine reale Mitwelt, die ist, wie sie ist. Man kann immer dahinter zurücktreten und daraus Rückschlüsse ziehen, wie die Welt sein sollte. Aber die Möglichkeiten, was da als Mitwelt jetzt da ist, die sind einfach andere, als wenn man auf analogen Verhältnissen aufsetzen würde. Das hat, denke ich, also, und auch das haben wir, glaube ich, gestern und vor allem auch heute schon diskutiert, Auswirkungen für Gesellschaft auf einer ziemlich fundamentalen Ebene. Also man kann einerseits diese konkreten Veränderungen erfassen und beschreiben. Ich glaube, man kann aber auf einer gesellschaftlich-institutionellen Ebene auch fragen, wie verändert sich eigentlich das, was in einer Welt als Wissen gilt? Wie verändert sich denn das, wie Macht strukturiert ist? Die moderne Gesellschaft, das ist ja implizit in dieser Materialitätsüberlegung drin, die moderne Gesellschaft, die basiert ja auf wissenschaftlichem Wissen, was methodisch und theoretisch geleitet ist. Das ist so ein Wissenschaftsverständnis, entsteht im 16. Jahrhundert, setzt sich dann irgendwann so im 18. Jahrhundert durch. Das ist ein anderes Wissenschafts- oder Wissensverständnis, als man das im Mittelalter gehabt hätte. Und wenn sich Und das hängt ja miteinander zusammen, was als Mensch gilt, der Mensch als Individuum, das Wissen als methodisch-theoretisch geleitetes Wissen, Macht als eine Macht, die sich an sachlichen Argumenten orientiert, und sich davon auch irritieren lässt und auch begrenzen lässt. Das sind ja drei Sachen, die koevolutionär entstanden sind oder dialektisch, wenn man so will. Und wenn sich das eine verändert, potenziell sich auch das andere verändert. Und ich denke, man kann schon beobachten, auch wenn ich diese Kontinuität in den Vordergrund stellen würde, dass sich auf allen diesen drei Ebenen mit Digitalisierung etwas verändert. Also ich finde, bei Wissen ist das vielleicht am offensichtlichsten, ne? Also selbst wenn ich jetzt nicht quantitative Sozialforscherin bin, weiß ich doch, dass so, wenn ich da sagen würde, oh, da sind zwei Größen, die verändern sich mit Bezug aufeinander und deshalb gibt es einen Kausalzusammenhang, dann würde mir das ja jeder um die Ohren hauen, ne? Weil das ist ja nur eine Korrelation und eben keine kausale Beziehung. Aber Big Data funktioniert ja genau so, ne? Da verändern sich so zwei Größen, es wird einem rückgespiegelt und dann
ja, entsteht da etwas, was jedenfalls praktisch als Wissen behandelt wird und ja auch erfolgreich als Wissen behandelt wird. Und was macht das eigentlich mit Wissenschaft? Was macht das eigentlich mit unseren Methoden? Auf also der Ebene des Menschen finde ich das auch interessant. Also sowas wie ein Mensch, den ich in Parametern erfasse und auch vergleichen kann, den ich also in gewisser Weise optimieren kann über solche Parameter, hat ja mit so einer Vorstellung von so einem Individuum, was sich selbst verwirklicht, nur noch am Rande was zu tun. Also es ist jedenfalls ein großer Aufwand erforderlich, um das dann miteinander in Beziehung zu setzen. Und auf der Ebene der Macht, denke ich, kann man feststellen, das ist auch etwas, was Gesa Lindemann in der Matrix der digitalen Raumzeit, glaube ich, mal formuliert hat, dass es halt voraussetzt, dass man bestimmte Kompetenzen hat, dass man bestimmte Ressourcen auch hat, um überhaupt mitzuspielen in dieser Geschichte und nicht nur als Ressource selbst benutzt zu werden und in andere Kalküle einzufließen. Also der Begriff der Oligarchie, also einzelne große Akteure, die hier die Möglichkeiten haben, Daten zu sammeln und zu interpretieren, sind ein anderes Modell als diese demokratische Institution, die ja eigentlich auf kleinen Einheiten, kleinen Akteuren, demokratischen Prozessen aufruht. Also wenn sich Macht, Wissen und Mensch wechselseitig bestimmen, so stellt sich die Frage nach ja, einer etwaig spezifischen Konstellation in einer digitalen Gesellschaft. Und ich möchte mit einem Zitat von Helmut Plessner und einem Bild von Paul Klee schließen. Also wenn man da genau hinsieht, dann ist da wie so ein Kopf, ja, mit der, so ein Gesicht mit Hut, und da, aus dem Kopf geht so eine Leiter hoch und da ist der Seiltänzer, der sozusagen real und aus dem Gedanken heraus entstanden ist. Ich finde, das also zeigt einerseits, wie labil diese Konstitution von Realität ist, wie gefährdet vielleicht auch, denn man kann ja runterfallen. Aber ich finde, es steckt auch so etwas Hoffnungsvolles darin, dass man aus dem Reflektieren von Verhältnissen auch einwirken kann auf die Verhältnisse. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke, Anna. Ich hätte eine Rückfrage, beziehungsweise ist es eher eine Anmerkung, ob bei der These, die du entwickelt hast, noch ein Teilstück eingebaut werden könnte, sollte oder müsste. Und zwar, dass wir ja durch Digitalität auch sowas haben wie ein Kontingentsetzen von Materialität. Also was ich meine, ist eigentlich so die Differenz von Hardware und Software. Ne? Also wir haben ja dieses eigentümliche Phänomen, dass wir etwa bei sowas wie, ich nehme jetzt mal als Beispiel, digitale Musik, wir eben dieses digitale Produkt haben, etwa eines Songs, und es dann irgendwie egaler wird, auf welcher Materialität das jetzt läuft. Es kann irgendwie auf so einem Gerät laufen, auf dem Desktop laufen, etc. Es kann kopiert, versendet und so weiter werden. Also sprich, Materialität wird ja auch in der spezifischen Weise kontingent, wenn es die Möglichkeit gibt, sie zu digitalisieren und dann mobil zu machen. Wie würdest du das fassen? Oder passt das bei dir noch rein? Ja, also ich glaube, es schließt halt an bei der Frage, wie verändert sich das jetzt? Ne? Also was ich jetzt versucht habe darzustellen, ist eigentlich die Kontinuität der Digitalisierung, die aufruht auf gesellschaftlichen Verhältnissen, die eine verdinglichte Materialität wesentlich auszeichnet. Und was du jetzt darstellst, ist vielleicht so ein Schritt in eine nächste Gesellschaft, wenn man diesen Begriff verwenden will, in dem sich das halt weiter verändert. Ne? Also man hat jetzt diese Technologie, dass das Rückwirkungen hat, das ist, glaube ich, offensichtlich, was für Rückwirkungen hat das. Ne? Und also das wäre ja so eine Form von Materialität, was du beschreibst, die sozusagen verdinglicht bleibt oder autonom bleibt in diesem Sinne, aber austauschbar wird. Ne? Also es entstehen neue funktionale Äquivalente. Fände ich
spannend als These dazu, wie sich das weiterentwickelt. Wäre interessant auch, wie man dann mit Materialität, die in dieser Weise kontingent gesetzt ist, sozial unterschiedlich umgeht. Also kann man dann ja noch mehr sagen, na gut, wenn es hier nicht mehr funktioniert, schmeiße ich das halt weg und kaufe irgendwas anderes. Oder auch umgekehrt, man hat das und dann entsteht eine neue Technologie, wo man eine neue Materialität hat, die dann so modisch wird, dass man meint, das jetzt auch unbedingt haben zu müssen. Also ja, danke. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Sache nochmal, was mir auch bei Armin Nasiri aufgefallen ist, die Rede von der Verdopplung. Mhm. Ich finde das eigentlich ein bisschen problematisch, ich finde das bei Armin Nasiri problematisch, weil das hatten wir schon angedeutet, irgendwie auch der fantasievolle, erfinderische Aspekt fehlt. Jetzt finde ich es hier eigentlich fast noch problematischer, weil es verbunden wird mit einer sehr spezifischen Vorstellung von dem, was verdoppelt wird, nämlich dem Menschen, abgeleitet aus der exzentrischen Positionalität, wo man jetzt sagen würde, keine dieser Programme, die sozusagen digitale Subjektivitäten erstellen, operieren mit der Theorie von Plessner. Also das würde ja letztlich voraussetzen, dass die Plessnerianer sind sie ja nicht. Die sind eben meistens, operieren sie mit sozialpsychologischen Modellen, und deswegen finde ich auch die Begriffung der Verdoppelung so problematisch, denn was ja eigentlich faktisch passiert, ist eine situative, kontextuelle Konstruktion von heterogenen Subjektfragmenten. Mhm. Nicht? Also ich benutze die Webseite irgendwo, klicke auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sich bei Finanzinstituten für Kredite bewerben, da ist gar nicht die Frage so sehr, wie ist Ihr Kredit, wie alt sind Sie Mann oder Frau. Das wird, da wird Ihre Kreditfähigkeit bestimmt, ob Sie, wie schnell Sie Ihre E-Mail-Adresse da eintragen. Mhm. Ob Sie sich verschreiben. Da kann der Algorithmus bestimmen, sind sie kreditfähig. Mhm. Das hat mit Körper, mit Leiblichkeit überhaupt nichts zu tun. Da werden völlig abstrakte Dateninseln verwendet und mit mehr, sehr gezielten sozusagen behavioristischen Vorherbestimmungen gemacht. Das hat mit Menschen nichts zu tun, das hat mit Subjektivität nichts zu tun. Das ist völlig fragmentiert und hängt kontextuell situativ, ist das völlig abhängig. Mhm. Deswegen finde ich die Begrifflichkeit bei einer der Verdopplung finde ich immer, weil das unterstellt irgendwie, die benutzen dieselben Theorien, die Systemtheorie, oder in dem Fall noch problematischer, sie benutzen die Vorstellung der exzentrischen Positionalität, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, also da würde ich zwei Sachen trennen wollen. Also das eine ist der Begriff der Verdopplung. Da hätte ich gestern bei deiner Nachfrage schon gesagt, dass du da recht hast. Also der Begriff ist eigentlich irreführend. Mir geht es auch ja gar nicht darum, dass das dann, also das Ganze in der ganzen Komplexität jetzt verdoppelt ist, sondern die Kritik, wenn man das so will, richtet sich ja gerade darauf, dass das notwendig selektiv ist. Also das Modell ist halt nicht das Original, sondern das Modell, das sind halt also willkürlich, potenziell willkürlich gewählte Einzelfaktoren, die dann aber, ja, deshalb hier, ja, zurückwirken. Also diese Rückwirkung ist ja deshalb problematisch, weil es halt nicht eine vollständige Abbildung ist, sondern notwendig selektiv, die dann aber, weil sie benutzt wird, auf diese Außenwelt, Innenwelt, Mitwelt wieder zurückwirkt. Und da, so, also da würde ich dir recht geben, dass der Begriff der Verdopplung da ein bisschen irreführend ist, weil der suggeriert, dass dasselbe zweimal vorkommt. Aber gemeint ist eigentlich eine Modellierung, in der Einzelaspekte verdoppelt werden auf Kosten von anderen. Und gerade darin liegt ja, ein Machtaspekt, der relativ unreguliert und zum Teil auch unreflektiert wird, aber hochwirksam ist. Also da würde ich dir total zustimmen und würde, glaube ich, dann auch mal gucken, dass ich da einen besseren Begriff für finde. Das andere, dass man jetzt annehmen müsste, dass die plessnerianisch denken, da würde ich sagen, nee, also das, da muss man, glaube ich, trennen zwischen der eigenen Beobachtungsperspektive, das ist ja meine sozialtheoretische Ausgangsperspektive, um das Problem zu beschreiben, und dem, was im Feld passiert. Und dass die jetzt im Feld nicht alle Plessner gelesen haben, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht näher drüber sprechen. Dass das aber, also dass ich es jedenfalls daraufhin beobachten kann, dass es auf diesen drei Ebenen Auswirkungen gibt, egal wie die da rangegangen sind, das würde ich schon sagen. Also denn bei dem Beispiel, was du gerade hattest, dass da jemand so einen Kredit aufnimmt, und das sind von mir aus ganz technische, behavioristische Sachen, aber der Effekt ist dann ja, ich kriege den Kredit nicht. Also es wird dann halt ein sozusagen verdoppeltes Bild von mir hergestellt, was halt irgendwie so Teilelemente hat. Zum Teil sind die dann auch falsch, zum Teil fehlt was. Und auf Basis dessen wird dann entschieden, und ich kriege dann in der Realwelt den Kredit oder kriege ihn halt nicht. Dafür braucht man nicht Plessner, aber mit Plessner kann man das beobachten. Und so ähnlich wie Jasmin vorhin meinte, diese Sinndimensionen kann man als Instrument benutzen, um das zu ordnen. In dem Sinne würde ich das verstanden haben wollen.
Okay, Code La Crop und dann Martina. Jetzt sind es zwei Dinge. Ich glaube, Aminassé wäre missverstanden, wenn er interpretiert würde, als ob er diese Verdopplung als, also er argumentiert in dem Buch auch so, das ist eher zeichentheoretisch gedacht, dass das, ja. Ja, okay. Aber was mich umtreibt, ist, dass du ja eigentlich drei Dinge in ein wechselseitiges Veränderungsverhältnis setzt, also Macht, Wissen, Mensch sozusagen. Und diese Materialität in diesem Kontext als eine, die sich seit dem 19. Jahrhundert verdinglicht, beschrieben hast. Mhm. Das überrascht mich jetzt, weil ich hätte gesagt, sie ist immer weniger verdinglicht. Und es könnte sein, dass es daran liegt, das ist mal jetzt so eine These, dass sich das, was als Materie gedacht wird oder wahrgenommen wird, total verändert. Es gibt von Lauren Dursten und Peter Gellison so ein ganz spannendes Buch, Objektivität, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, in dem er zeigt, wie Objektivität historisch in den Naturwissenschaften bis ins Gegenteil sich verändert. Also was als objektives Abbild gilt, ist mal eine totale Abstraktion von einer Pflanze, mal ihre Detailgetreue, also umgekehrt, erst ihre detailgetreue Nachzeichnung, nee, erst das Abstraktionsprinzip, dann die detailgetreue Nachzeichnung, dann das Foto. Aber wie sich also sozusagen die Wahrnehmung in Relation zu den Verbreitungsmedien von dem, was das Sein bestimmt, völlig verschiebt. Mhm. Und von daher weiß ich gar nicht, ob das so funktionieren kann. Das ist eine Frage. Mhm. Ja, also ich muss halt, also es geht ein bisschen, glaube ich, auch in die Richtung von Sascha, dass man nochmal nachdenken muss, wie sich denn Materialität jetzt verändert. Spontan wäre meine Reaktion, dass man hier, glaube ich, unterscheiden muss zwischen Materialität und Wahrnehmung von Materialität. Also ich glaube, man kann natürlich, also dieses, was da bis ins 19. Jahrhundert die Konstitution, also das, was dann handlungspraktisch als Materialität manipuliert wurde, geprägt hat, das war halt die Wahrnehmung. Ne? Was wäre verdinglichender als so ein Zugriff à la Francis Bacon, der direkt vom Steinbruch spricht? Ja, vielleicht, also vielleicht habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden, ne? Aber mein, also das fängt ja an mit Francis Bacon, dieser Prozess dessen, was ich jetzt als autonome oder verdinglichte Materialität bezeichnen würde. Und Verdinglichung ist natürlich auch deshalb vielleicht besser autonome Materialität als verdinglichte Materialität, ist natürlich auch ein bisschen ein besetzter Begriff. Für mich ist wichtig, dass sich diese Materialität, die wir jetzt hier haben, die als autonome Materialität von der individuellen Wahrnehmung erstmal unabhängig ist. Gerade nicht nur ökonomisch verdinglicht ist oder als Ware ökonomisch individualisiert ist, sondern notwendig auch über eine wissenschaftliche Standardisierung und eine rechtliche Regulierung geframed ist. Also die drei müssen eigentlich zusammenkommen, damit das funktioniert. Und die Wahrnehmung bleibt natürlich da. Ne? Also ich kann ja immer noch sagen, oh, das ist aber eine angenehme Oberfläche, deshalb will ich das jetzt haben. Das bleibt, aber das bleibt, also das ist im Prinzip dann sowas, was auf der Ebene von Marketing funktioniert. Ne? Also was dann vielleicht auch als Wohlfühlfaktor, ne? Also so ätherische Öle und so weiter, also das sind dann alles so Sachen, in so einem Para-Bereich und so angehängt bleibt das natürlich. Wenn man das jetzt sozusagen ethnografisch angucken würde. Aber was dann in den Handel kommt, was ich überhaupt kriegen kann als Materialität, muss halt diesem Dreiklang von Regulierung, Standardisierung und Warenbildung entsprechen, damit es überhaupt verkauft werden kann. Und dann kann man Naturerlebnisse haben, aber ja, das bleibt letztlich peripher, sagen wir mal so. Ne? Und es wäre dann interessant zu gucken, wie sind denn die Rückwirkungen, was hat das denn für Konsequenzen für die Möglichkeit, Materialität wahrzunehmen, wenn ich in so einer digital auswechselbaren materiellen Umwelt bin. Das wäre dann aber die nächste Frage. Ich weiß nicht, ob das da auf die Frage jetzt reagiert. Okay. Halb. Genau, wir haben noch 2 Minuten für 2 Fragen. Gut, ich finde es tatsächlich absolut überlegenswert, die Materialität nochmal konkret nachzuvollziehen und fand deine Beispiele sehr instruktiv. Nur denke ich, wenn man das Ganze jetzt nimmt, also diese Dimension
um dann quasi sich also gegen die These der nächsten Gesellschaft zu wenden, dass man da eine Sache vernachlässigt, und zwar die Bedeutung von Verbreitungsmedien. Was mir fehlte, Anna, war tatsächlich der Grundbegriff von Kommunikation, der ja dieser Differenzierung von Gesellschaftsepochen zugrunde legt. Erst dann macht es ja Sinn, zu sagen, dass Digitalisierung eventuell zur Herausbildung einer neuen Gesellschaftsstruktur beitragen könnte, weil nämlich in all diesen Epochen quasi sich die Kommunikationsweisen ändern und sich die Reichweite von Kommunikation schlechthin erweitert. Und da fragte ich mich dann in Bezug auf deine wirklich interessanten Thesen, ob du nicht eine andere evolutionäre Typenbildung schreiben müsstest, wenn du auf den Materialitätsbegriff setzt, weil diese vier Epochen ja eben tatsächlich Epochen sind, die sich durch die Art und Weise von gesellschaftsweiter Kommunikation strukturieren. Vielleicht müsste deine Geschichte mit anderen Epochen hantieren und wäre eine zweite Gesellschaftslesart wert. Ja, also das ist hier so ein bisschen angedeutet, ne, dass ich tatsächlich die Epochenbildung anders setzen würde. Ne? Also der integrierte Kosmos, das geht von der Praxis her bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und da lassen sich sogar Bezüge anschließen, die man in der Literatur schon hat. Also Konz und Brunner haben ja von Alteuropa gesprochen als einer Epoche, die bis Ende des 19. Jahrhunderts geht. Ne? Und gerade nicht bis zur Sattelzeit 1750. Und 1750, Sattelzeit, ne? Also Buchdruck und die Folgen und Umstellung semantischer Strukturen. Das ist, glaube ich, eine Epochenwende, die man mit Bezug auf Ausbildung von Funktionssystemen deutlich machen kann. Wenn man sich gesellschaftliche Praxis anguckt, also eine materielle, also Praxis tatsächlich auch in dem Sinne symbolische und materiale Aspekte, die zusammenwirken und was verändert sich da? Dann kann man tatsächlich interessanterweise sehen, dass sowohl für sowas wie Boden, ne, als auch für sowas wie Arzneimittel, der Wandel zwischen 1870 und 1890 so in der Kante liegt. Und ich würde das jetzt nicht gegeneinander ausspielen und sagen, ah, es ist ja satte Zeit, vergesst es, ja, es ist Alteuropa und zwar 1890 oder sowas. Ne? Das ist, führt, glaube ich, nicht weiter. Aber ich glaube, man hat also einen Wandel, das ist vielleicht dann gegen Luhmann geradezu, ne? Der ja meint, dass die Semantik der Gesellschaftsstruktur folgt, also ohne mich jetzt auf diesen Streit einlassen zu wollen. Aber man hat einen Wandel in der Semantik, der ziemlich lange halt so in der Semantik dann da irgendwie ist, in irgendwelchen, also auch von den Texten her relevanten Kontexten, aber praktisch macht man halt anders weiter mit einem anderen Materialitätszugriff. Und in dem Moment, wo sich das verbindet, nimmt es im Prinzip Fahrt auf. Das kann man, glaube ich, auch wissenschaftshistorisch zeigen in fast allen Bereichen, dass in dem Moment, wo sich das verbindet, wo sich die Materialität eigentlich der Semantik anpasst, wenn man so will, eine Steigerung in der Dynamik auf allen Ebenen hat. Also das bringt funktionale, also ist eigentlich eine ergänzende These zur These der funktionalen Differenzierung. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, genau, deshalb nur noch Gisa Lindemann. Möglichst knapp. So viel Zeit haben wir noch. Ich hätte, also einmal auch bezogen auf das, auf die Verdopplung, da würde ich vorschlagen, statt von Verdopplung von der Nexistenz zu sprechen. Also alles wird in eine Netzexistenz überführt. Und da gibt es jede Form von Hinterlassen von digitalen Spuren, ist eine Form, eine Netzexistenz. Und die Spuren, die man hinterlässt, können dann miteinander verbunden werden und dann kann man sagen, Prognosen machen über deren digitale Signatur, deren Netzexistenz man vollständig erfasst hat. Also das wäre sozusagen so ein begrifflicher Vorschlag, dann ist man das Problem mit der Verdopplung los. Und von dort ausgehend wäre dann die nächste Frage, das ist im Prinzip eine, die sich auch
an Frau Franzen richtet, die sich an Armin Nassee richtet, eigentlich an alle Systemtheoretiker, die bis jetzt gesprochen haben. Es gibt aus der Perspektive, aus einer differenzierungstheoretischen Perspektive, zum Teil auch direkt systemtheoretisch, einen Vorschlag, wie man die Gefährdung der Struktur, also funktionaler Differenzierung oder horizontaler Differenzierung, begreifen kann. Das hat Jörg Pohle also einmal formuliert, damit dass in dem Moment, wo die Nexistenz vollständig, wo man die Beziehung zwischen den Daten, gesammelten Daten, also der Nexistenz, zu dem, worüber die Daten gesammelt sind, so vollständig ist, dass man gute Prognosen machen kann, weswegen dann eine Form von Steuerung möglich wird, die in ihrer Art und Weise des Funktionierens die Differenzierung der Funktionssysteme unterläuft, mhm, beziehungsweise überschreibt. Und so dass das zu einer Form von Verhaltensvorhersage führt, die Struktur funktionaler Differenzierung gefährdet, weil die normative Struktur, die horizontale Differenzierung ermöglicht, nämlich die Institution von Freiheit und Würde, dann überschreibt. Hm. Dass das Individuum als solches nicht mehr als normativ adressierbares, das Freiheit und Würde hat, nicht mehr erforderlich ist. Hm. Die Variante dazu wäre, dass das nicht einfach nur eine Wirkung der technisierten Zugriffs der Organisation ist, sondern dass das auch einer Mitarbeit derjenigen beinhaltet, die in dieser Weise objektiviert, erfasst und prognostiziert werden, die da noch eine Selbstnormalisierung betreiben müssen. Das wäre sozusagen die Art und Weise, wie ich das formulieren würde. Hm. Und auf diese Form der Gefährdung der Struktur, einer basalen Gesellschaftsstruktur, sind die ganzen Vertreter der Systemtheorie bisher überhaupt nicht eingegangen. Und es kommt mir fast so vor, als würde diese kritisch-systemtheoretische Perspektive auf Digitalisierung von den bekannteren Systemtheoretikern konsequent ausgeblendet, um sich mit vielleicht den, ja warum weiß ich nicht, vielleicht gibt es gar keine Intention, es ist einfach nur Schlafmützigkeit. Das kann auch sein. Auf jeden Fall wird damit ein wesentlicher Beitrag, den man aus einer Differenzierungstheorie, muss nicht Systemtheorie sein, zu diesem Problem leisten kann, einfach ausgeblendet. Bei dir hat mich das auch gewundert. Ja, aber also Nexistenz kaufe ich, ja, guter Begriff, ja, da stimme ich zu. Aber das ist ja gerade hier, ne, also insofern den Text hätte ich gerne, ja, wo das zum Unterlaufen der Funktionssysteme, weil genau das würde ich da sehen, ne? Also wenn man Wissen als Korrelation fasst und es so gut funktioniert, dass wir Theorien und Methoden nicht mehr brauchen, na wunderbar, ne? Also das hebelt mit Sicherheit das auf, was als wissenschaftliche Institution sich etabliert hat. Und das gilt auch für Macht, ne? Habe ich auch gesagt, Demokratie ist halt dann schwierig, ne? Wenn man auf diese Weise oligarchische Strukturen gebaut hat. Ich habe gestern irgendwie in einem Gespräch gesagt, wir sind dann im Mittelalter, da wurde dann schon widersprochen und wir hatten uns dann, glaube ich, auf Frühkapitalismus geeinigt. Ne? Aber es hat jedenfalls mit unserer Vorstellung von Gesellschaft, Institutionen, Gerechtigkeit, Menschenrechten nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun und das passt auch dazu, dass halt sowas wie Humanismus ein problematischer Begriff ist aus der Konstellation. Also auch da würde ich dir zustimmen. Super, Anna, vielen, vielen Dank.